Übrigens, das Ei- und Nickelohr kann man nicht so zusammenkippen. Ich? Okay. Schade. So, mal ganz kurz. In Bar. In Bar Spike. Yay, nein. In Bar. Recipe. Schaden im Machbar. Blut. Oh, In Bar Blend ist 2 Iron Dust und Pulverized Ferrous Metal war das. Ja, das ist Nickel. Ja, aber das Nickel zählt nicht. Sollte so eigentlich. Slate 6 und so weiter. Welches ist das Problem, dass er das Ferrous Metal und Nickel irgendwie. Obwohl, warte. Es kann einfach sein, dass da zu wenig Nickel drin war. Die ganze Zeit über. Sollte aber eigentlich nicht. Auf von Blattalchemie, das geht recht schnell voran. Ich hab gleich wieder die nächste. Krass. Auch noch ein bisschen was mehr Stein. Wie kriegt man eigentlich Modifier auf so eine Pickaxe? Inwiefern Modifier? Achso, das sind diese Upgrades. Wie kriegt man die Diese darauf? Moss und so weiter in der Toolstation. Dann draufsetzen. Ja, nee, kann ich ja nicht, weil ich keine offenen Slots habe. Dann ist die Axt einfach nicht Das veränderbar. kannst du dann mit einem Diamanten- und Goldblock machen. Oder mit einem Netherstar, glaube ich. Gibt's da keinen anderen Weg für? Nö. Du kannst höchstens Schade. Teile mit Diamant, nicht mit Diamant, mit Papier ersetzen. Oder mit Thormium. Ach du meine Güte, ich höre einen Enderman. Oh, schön. Oh. Apropos, ich wollte ja immer noch einen Vacuum-Hopper machen. Also Mittlerweile ich rede da jetzt schon seit 7 Stunden drüber, glaube ich fast. haben wir aber eine Enderperle. Ja. Ich bin nur gerade zu beschäftigt hier mit Loot-Magie. Da oben ist Mit der. Loot-Magie. Loot-Magie, genau. So. Und die nächste Quest fertig. Das wird jetzt schwierig. Nehme ich nun auf Sacrifice, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Eine Möglichkeit eben was anderes. Ich bin hier etwas am Tun, eigentlich. Yay, ich habe einen Golden Nixon. Also ich will ja die Speedrune. Dann nehme ich die Rune of Augmented Capacity. Klingt gut. Okay, ich habe irgendwie 2 Reward Bags. Rune of Nice. Sacrifice. Die erste Ja, ist und wahrscheinlich aber nicht verwendet, gerade eben noch. ja, gut, kann sein. Und Amaranth, der ist. Nochmal 2 goldene Lassos. Yay. Lassos. So, jetzt auch mal Tacheles. Ich will jetzt das endlich fertig bekommen. Ah, ich weiß aber, wie ich Ferrous Dust hinkriege. Okay. Wenn du 2 Nickel in den Ofen tust und schmilzt, kommt Ferrous Ingot raus. Das kann ich jetzt pulverisieren. Ah, so. Habe ich nämlich. Pulverized Ferrous Metal.
Gut, ganz ehrlich, es ist zwar ein Verlustgeschäft, weil man ja nur ein Metall wieder rauskriegt, aber... Naja, passt. Huch. Du hast deinen immer noch nicht ausgeleuchtet, nämlich nebenbei. Ja, egal. Da kommt viel gutes Zeug. Zum Beispiel noch ein Enderman. So. Der hängt jetzt auf unserem Dach rum, der geht mir langsam auf die Nerven. Jetzt hole ich, schnapp ich mir den. Apropos Enderman. Hast du die Perle irgendwo reingelegt? Ja. Ansonsten habe ich jetzt gerade noch eine gekriegt. Okay. Dieses, jenes brauchen noch Eisen. Haben wir zufällig noch Eisen? Eisen ist gerade eine distante Mangelware. Distante Mangelware, okay. Ach ja. Zu Salz im Aus dem Augenwinkel. So viel Quecksilber. Der wird ja zunehmend ruhiger. Ja, ich überlege gerade, was soll ich denn groß erzählen? Weiß ich nicht. Eben. Ich bin viel zu müde. Also doch. Ja. Yeah. Was wieder im Zafer, ist das herrlich. Was suchst du denn jetzt? Was ich Eisen. Ah. Leck. Da liegt ja einiges. Lag. Aber eben alles kein Eisen. Ist vorwiegend. Das wären 10, das müsste reichen. Huch. Was? Gut, macht Sinn, weil hier sind nämlich noch Molten Iron Nuggets 4. Alles gut, halt mich schon gewundert. Seit wann sitzt der Ingots 2 drin? Der Ingots 2 war neu. Keine Ahnung. So komisch das Teil gerade. Mhm. Kann ich da noch einen haben? Das ist halt schon komisch. Ja, ich brauch 5. Was ja. Das sollte. Ja. Also die 4 Nuggets geben auf jeden Fall einen, der mir ist, also. Punkt. Ja, ja. Wo ist denn der Eimer? Bei mir.
Du bist angegriffen. Ach was. Ach du Heiliger. Ah? Du hast ein paar viele Pfeile im Kopf. Und überall anders auch. Ja, ja. Das sagen sie alle. Und gib mir mal so ein Dava-Bucket. So ein Bucket. Oder habe ich den doch nicht mehr? Habe ich den irgendwie weggetan? Seltsam. Ja, zu dem, der liegt. Ja, zum Beispiel. Danke. Das war komisch. Okay. Keine Ahnung, ich habe das Teil aufgefüllt, dann habe ich plötzlich noch weiter aufgefüllt und noch weiter aufgefüllt und dann kam plötzlich ein Eisenbahn raus. Hinter dir. Ja. Noch zwei Eisen für dich, ne? Okay. Und das eine, was hier drin ist, was aber sich irgendwie nicht fertig werden wollen lässt. Naja, weil das nur 9 Ingots sind. Also nur 9 Nuggets. Echt? Mhm. Warum ist das eigentlich halb voll? Das sieht nämlich ganz voll aus. Also 8. Warum? 8 Nuggets, genau. Und 9 bräuchte man. Weil du nur 4 reingetan hast. Ja, es waren da schon 4 drin. Ja. 4 bis 4 sind 8, nicht 9. Das weiß ich auch. Sehr gut. Dann kommt eben noch einer rein. So. Wollt ihr auch neue Tools? Weil ich hatte noch Steel über. Mit dem Steel kann man verdammt gutes Zeug bauen. Oh ja, aber nicht. Ich hab mir jetzt eine Pickaxe gebaut. Was wollt ihr? Ich hab ja eigentlich schon. Mach mir den Kram selber. Okay. Und du willst gar nichts, Corby, oder wie? Ich überleg grad, weil... Haben die auch XP-Level oder nicht? Ja, die haben auch XP-Level. Sag mal kurz her. Ich hab ja noch eine hier, wenn du mal siehst, also. Reinforced 3. Die ist echt nicht schlecht, die hat Mining Speed 8 oder so. Das ist höher als... Iron. Ich hab Mining Level Stone gerade, ne? Aber dafür ist meine einfach cool, wenn du sie mal anschaust. Boss Creeper, der Rare Tricky Creeper auf Hangar vor der Tür. Das nur so am Rande. Ja, okay, die hat ja 1000 Sachen drauf. Jagged, Stonebound, Thomic. Mein Problem ist eher, ich hab auf den draufgehauen und... Lol, der ist plötzlich verschwunden. Da hinten steht er. Ja, es war ein anderer. Ja, lag. Achso, darf ich meine... Die ist schon cool, ne? Die ist schon echt cool, ja. Aber weißt du, was auch cool ist? Kriege ich ja auch alles wieder, habe ich jetzt gerade so entschieden, ne? Die Pfanne? Alter. Was hatten die noch alles droben? Ja, damit wieder. Und das dazugehörige Schwert auch. Übel. Und die Axt und eben die Spitzhacke trainiere ich gerade noch. Die habe ich ja noch auf fast null. Weil, ne? Die Axt kann ich jetzt mal ein bisschen arbeiten. Dann gehe ich ein paar Bäume fällen mal. Puff.
Ja. Ah, Mann. So froh, so froh. Wieso? Dass ich Mob Griefing ausgemacht habe. Also ehrlich, ich glaube, eine Axt, da nehme ich mir doch noch lieber eine Stahlaxt, je nachdem. Übrigens, mit der Toolstation komme ich nicht gescheit klar. Wie baue ich mir gescheite Tools? Legst das Werkzeug rein und tust das, was du darauf tun willst, in einen der beiden Slots. Nein, ich meine, nicht mit der Toolstation jetzt überhaupt, mit dem Part Builder auch und überhaupt mit dem ganzen Tools bauen. Ich meine, du siehst, was du brauchst und was du haben willst, das steht im Buch irgendwo. Perfekt. In dem Buch, ja. Dem einen. Materials in you, das Rote. World Domination mit Open Blocks. Machen wir nicht. Musst du bauen. Ach ja. Was? Ich hab das da gerade reingelegt. Das Rote? Das hatte ich die ganze Zeit. Ach so, okay. So, Chest. Und Hopper. Und Hopper, Enderperle und Obsidian. Und endlich haben wir einen Vacuum Hopper. Endlich. That was about time. So, ich bräuchte Hatchet. So, kannst du da mal kurz die Opfer versiegeln, damit ich da vernünftig arbeiten kann? Hammerhead und Bin dabei. Hatchet Kannst die und Rune auch Tool Rod. wegmachen. Ich weiß nur vorübergehend, hat es eh nicht funktioniert, wie es aussieht. Item Ducts haben wir die irgendwo. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch Item Ducts hatten. Oh. Ja, fuck. Komm mal her und sammel die Items auf. Bitte, danke. Weg ist es. Naja, fast. Ah. Okay. Der Hopper dann vielleicht hier hin? Ich weiß nicht. Die Mitte, ja. Muss halt jetzt bloß aufpassen, da fliegen Mobs durch bestimmt. Ich dachte auch eher dran, den hier unten rein zu machen. Oh, okay. Machen wir es da. Ne, weil dann haben wir so ein schönes Sichtfenster und einen Platz, wo man runtergehen kann. Woraus hast du deinen eigentlich gerade gebaut? Deine Axt? Deine Pickaxe? Aus Stahl, Obsidian und Obsidian. Also Stahlkopf, Obsidian Binding und Obsidian Rod. Ah. Da sind Eisen Ducts, okay. Komme ich da jetzt hin, um diese Scheißdinger anzubauen? So. Ist das Mining Speed 8? Das ist ziemlich hoch. Eisen hat 6, soweit ich weiß. Diamant müssen dann 10 haben. Und es hat Mining Level Diamant, also du kannst damit Obsidian abhacken. Ja doch, dann nehme ich das doch. Wo haben wir den Stahl? In meinem Inventar einerseits und andererseits in der Chest da. Aber nur noch ein Ingot. Das reicht. Du brauchst nur ein Ingot für den Kopf oder so. Echt? Krass. Ja. So, dann braucht man einen Pattern, glaube ich, noch irgendwo. Ach, der Vacuum Marvel zieht nur noch Erfahrung. Die was? Die machen was? Der Vacuum Marvel zieht Experience. Sehr cool. Müssen wir irgendwie nutzen. Aber ich glaube, auf dem Vacuum Hopper kann man nichts stellen. Nee. Das haben wir schon besprochen. In der Mitte geht's dann halt nicht. Ach so, da steht ja gar nichts. Was machst denn du? Ja. Stell dich mal da wieder in die Mitte.
Ja, Moment. Au, da muss eine Kiste drunter. So wie es scheint. Deswegen kann ich da nichts platzieren. Jetzt irgendwie da dran vorbei, so. Funktioniert das? Du hast Pickaxe-Head-Pattern und warum klappt das nicht? Ja, man kann doch draufstellen. Sehr gut. Mal schauen, ich muss nur gucken, wo der Output jetzt hin ist. Der Material Cost 1, warum geht's dann nicht? Warte, ich schau mal schnell zu dir. Oder braucht man für den Kopf was anderes? Nee, den musst du gießen bei Metall. Achso, okay. Haben wir einen Axtkasten? Ich glaube nicht. Na doch, doch. Wir dürfen mal haben. Nein. Dachte, wir hätten sowas. Der outputtet in die Kiste und die Kiste outputtet dann. Geil. Jo. Ja, so. Funktioniert das? Nee, ich brauch noch einen Lever. Okay, warte, hab ich. Aber wie gießt man? Sau cool. Wie gießt man sowas denn? Die Pattern? Ja. Da musst du sowas rausnehmen und so einen Rohrkopf nehmen, zum Beispiel aus Stein oder Holz oder so. Ach so, okay. Ja. Ja, Pickaxe-Head müssten wir haben. Haben wir aber nicht. Nee, nee. Pickaxe ja, aber ich will eine Axt. Ach so. Ja genau, aus Stein. Stone Axe Head can only be used to make... Ja, okay, passt. Jetzt musst du ein bisschen Gold nehmen. Hab ich dabei. Okay, und dann... Wie viel Gold braucht man? Ja, ein Ingot dürfte eigentlich reichen. Ah. Und dann drauf gießen. Gut. Fliegen Metall und mich drumherum. Ja, der Magnet ist schon toll, ne? Jo. Nicht wirklich. Na doch. Ist hilfreich. Alter, wir haben jetzt schon 32 Stacks Gunpowder. Jo. Kann man daraus nicht irgendwas Nützliches machen? Für uns? Gunpowder Blocks. Ja, und das? Dann hast du weniger. Und TNT kannst du draus machen. Ja toll, dass du Blöcke hast, macht das sehr viel nützlicher. Eigentlich ja nicht.